Jo Leute, was geht ab? Wir spielen ein neues Spiel und zwar ist heute mit dabei. Leider geht die Tabulator das noch nicht, aber ich sehe es ist Luca dabei, der Nausgüller. Hallo Luca. Hallo. Und der Perry ist dabei. Hallo Perry. Oh, man sieht schon, ich bin hier. Oh, da sind Zombies. Hey, da kriege ich eine auf den Boden. Kannst du ihn hauen? Ja, ich kann ihn hauen. Hier, bam, bam. Aber der tötet mich. Hä? Der tötet mich. Ja, du brauchst natürlich ein paar mehr Hits mit der Faust, deswegen musst du erstmal eine Waffe suchen. Okay, also war es eine schlechte Idee, gegen den zu kämpfen. Ich bin gleich schon mal gestorben. Fängt gut an. Also ich habe es vorher noch nicht gespielt. Luke hat das als einziges von uns vorher schon mal gespielt. Hier haben wir so ein Überlebenscamp. Nein, da sind auch Zombies. Kann man die dann auch irgendwie töten, ohne selber zu... Oh ja. Kann man von denen weglaufen? Ja. Okay. Wir haben jetzt unten, sehe ich, fünf Anzeigen. Die erste ist auf jeden Fall die Lebensanzeige, also 20 HP habe ich nur noch. Sieht man auch, weil das Bild leicht schwarz-weiß geworden ist. Essen, trinken ist, denke ich mal, umso höher das ist, desto mehr Hunger und Durst haben wir. Eine radioaktive Anzeige ist, denke ich mal, das Gebiet. Oh Gott, ich komme von den Zombies nicht los. Und was haben wir noch für eine Anzeige? Da ist ein Zombie rechts. Und noch eine Blitzanzeige, das weiß ich auch nicht, was das ist. Vielleicht Erschöpfungsanzeige oder so. Müssen wir mal gucken. Das ist Erschöpfung. Unturned haben wir selber noch nicht, oder habe ich persönlich selbst noch nicht gespielt. Mir wurde aber erklärt, dass ein Spiel, ein Mix aus Cube World, aus DayZ und hat meiner Meinung nach so leicht Grafik von Minecraft. Hat auch ein Crafting-System, habe ich gesehen. Ja. Genau. Es hat ein Crafting-System, also man muss auch wie in DayZ überleben. Ich weiß noch gar nicht, wie ich überleben soll, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Wird die Zombies irgendwie nicht los. Kann man in Autos fahren? Anscheinend nicht. Ja. Also im Tutorial hat man ein Auto gefahren. Also es gibt Autos, die kann man fahren, aber das Auto sind nicht halt wie in DayZ, ne? Okay, ich bin zum zweiten Mal gestorben. Hüpfen kann man hier nicht, ne? Doch, kann man. Wieso konnte ich schon gerade nicht hüpfen? Ah, weil man geduckt ist, kann man nicht hüpfen. Okay. Okay, alles Gute. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt läuft's. Die Sache ist, ich weiß nicht, wie wir zusammenspawnen können. Hier sieht's aus wie so ein Military Outposten. Sind bei dir vier Wachtürme oder ist da ein großer Turm? Vier Wachtürme. Okay, dann weiß ich, wo du bist. Ich würde am besten euch raten, einfach die ganze Zeit neu zu spawnen, bis ihr da seid. Das ist der einfachste Weg am Anfang zu finden, wenn man die Map nicht kennt. Kann ich denn irgendwie Holz abbauen? Muss ich dagegen hauen oder wie funktioniert das? Ich glaube, dafür brauchst du erst eine Säge. Wie? Findet man auch irgendwo. Okay, da haben wir das Crafting. Da gibt es zwei Supply, Tool, Result. Okay, so funktioniert das Crafting. Skills, man kann also auch anscheinend skillen. Experience haben wir eine. Oh, das kostet ja ordentlich. Marksman. So sehen wir aus. So ein kleiner nackter Mann. Wie sollen wir uns denn eine Säge zusammenbauen? Das ist doch alles voller Zombies. Kannst du unter anderem auch finden. Im Wald oder nur in Häusern? Also nicht im Wald, aber du musst halt, ja, eigentlich nur in Häusern kriegst du Loot. Okay. Kann man auch irgendwie Zombies töten, ohne dass man Schaden bekommt? Eigentlich erst mit einer Waffe, also muss nicht unbedingt eine Schusswaffe sein, aber irgendwie eine Pickaxe oder keine Ahnung, irgendwas findest du da bestimmt, eine Crowbar oder so. Okay, werden wir schon finden. Oben diese gelbe Blitzanzeige ist also doch die Ausdauer, weil wenn ich nicht mit Shift laufe, dann sieht man, dass man nach einer Zeit regeneriert, wie jetzt zum Beispiel. Radioaktivität, heißt das, die Zone ist verseucht oder man selber ist verseucht? Das genau weiß ich nicht. Weil ich glaube, ich habe eben, nachdem ich geschlagen wurde, hat sich das erhöht. Also ich denke, man kann andere Leute verseuchen. Sieht ganz lustig aus. Das Spiel ist in der Open Alpha. Ich denke mal, das ist die Open Alpha oder Open Beta. Man kann es also kostenlos bei Steam Download mitspielen. Perry lacht. Was ist los, Perry? Habe einen Oh, warte, Bloodshake warte, ich sehe gefunden. einen von euch. Guck mal nach rechts. Wer läuft von euch von Ah, einem hi. Ja, kriechenden das bin ich. Zombie? Okay. Ja, ich loote erstmal, um die Zombies ein bisschen blöd zu töten. Jo. Ich habe gerade ein Bloodpack gefunden und da steht als Beschreibung Ah, hier habe ich Typ schon mal direkt was gefunden. AB 0. Who cares? Okay. Ich habe einen Buckshot. Ich habe schon mal eine Axt gefunden zum Okay, Zombies töten. Bullets per Shot, White. Ich glaube, ich habe.
Shotgun-Munition gefunden. Mit F lootet man nebenbei. Oh ja, hier ist ordentlich Munition. Zack, alles mitnehmen. Ich habe eine Axt gefunden. Hast du die Zombies so schnell getötet? Ja, eine La Leiter. Oh. Gaskanister. Komm, wir nehmen Oh, alles guck mal. mit. Ey, guck mal hier. Das ist geil. Muss mir mal geben, damit ich das zeigen kann, wie das equipped. Guck mal, was ich hier hab. Guck mal hier. Und jetzt? Du bist Da voll, kannst du steht mich da. nicht betanken. Du bist schon besoffen. Wie kann ich denn das wegtun? Musst du ins Inventar gehen mit Tab und dann klickst du da drauf mit Linkstick und dann machst du Equip oder Drop. Okay, also geht nicht eigentlich mit einer Kurztaste. Hier ist eine Doch, das geht sogar. Taschenlampe. Guck mal, hier sind schon mal hier Feuermänner, Feuerwehrmannhosen. Okay. Wie hast du denn jetzt so viele Zombies auf einmal kaputt gemacht? Den Oder du komm. draufhaust wie so ein. Guck, das Auto hier ist schon extrem da. Da kannst du die Jerrycan gleich mal reinfüllen. Oh, die schalte ich Du mal darfst nicht im aus. Auto sitzen, während die da sind. Ich habe das Gebiet mit den vier Türmchen gefunden. Okay, wir sind da in der Nähe. Guck mal, geh mal da auf den Berg und dann siehst du in der Nähe eine Stadt. Hier, guck mal, hier ist eine Waffe für dich, Mucke. Okay, Hier. ein Hammer. Ja. Sledgehammer. Oh, jetzt geht's los. Oh, Perry. Kutsching. Das habe ich Komm, jetzt schon wieder erstmal gefunden. den hier. Oh, wie cool ich mir so einen Lootstick genommen habe. Bam! Und nochmal. Bam! Ey, das macht echt Spaß. Wir hätten doch Hardcore spielen. Wir haben eben Hardcore angefangen, aber da hat man die Items nicht gesehen. Was haben wir hier? Ein Baseball. Ich habe für Perry auch eine Waffe. No Space. Wir haben. Kann man Backpacks haben oder sowas? Oh, hier ist eine Waffe. Berette. Gehe ich mal von aus, dass man noch Backpacks irgendwie kriegt. Backpacks, das ist am Anfang hast du ein bisschen wenig Platz. Finde ich ein bisschen schlecht gemacht, finde ich. Okay, ich muss leider die Waffe für Perry droppen. Vielleicht kommt er aber hier hin. Ich habe Jukesbox Wie haut man gefunden. denn mit dem Teil? Dixie Head. Geil. Ich habe einen Polizeischlagstock gefunden. Und wenn man mit dem haut, dann hält er den Griff in der Hand und unten dreht sich nur dieses Teil da. Ach, da vorne ist eine Stadt. Ja, da Seid ihr sind. da? Ja, da sollte man drin sein. Also, die siehst du von da oben. Wie kann ich denn etwas equipen? Ah, so. Hey, nee. Ah, so equipt man, okay. Ich habe einen Doktor-Kittel und einen Barett auf dem Kopf. Ah, ich habe getrunken und jetzt geht. Lol. Ich habe einen Magnum gefunden. Hier ist ein Wooden Shield. Leider haben wir echt wenig Platz, so. Das ist jetzt ein bisschen Ja, das Winchester ist ein Clip. bisschen blöd am Anfang. Mit dem Backpack, aber dann geht das besser. Also ich drop erstmal die ganze Munition, weil damit können wir eh nichts anfangen. Oder haben wir Munition für die Magnum? Nee. Ich habe einmal Magazine. Deswegen halt, du musst die Magazine, das ist hier ein bisschen anders gemacht. Und zwar, du musst die, wenn du Magazine Harry, hast, bist du dann musst das? du. Nee, das bist du, ne? Ich teste Ja. mal. Ah, hab's gehört. Warte. Ich möchte mal den Schaden testen. Oh, okay, das war's schon. Okay, also funktioniert. Oh Gott. Wie viele kommen denn hier gerade? Zack. Ja, und F um. Danke. Habe ich dich umgehauen? Entschuldigung. Perry, hier ist Loot für dich. Seh dich. Nein! Warte. Wir machen das, Perry. Du bist so ein Spaß. Da haut einfach mich um, alles klar. Also, man kann die aus sicherer Distanz. Zack. Bam! Loote den Luca, der liegt da irgendwo. Guck, das nehme ich persönlich. Bist du das wieder hier? Oder ist das nur ein Zombie, der läuft? Ich laufe Ich bin hier. nicht wieder da. Hinter dir, Mucka, hinter dir! Ich schau alles um. Bam! Wo hast du ihn denn getötet? Einer hier von denen hier ist. Hier. Was hier? Irgendwas Item added. Hey, ich bin vergiftet oder. Nee. Okay, doch nicht. Hier hast du die Sachen von dem. Entschuldigung. Eine Beretta. Oh ja, nehme ich persönlich. Ich habe Hosen gefunden, Luca. Oh, das ist schön. Echt? Das ist so Lol, mit der Perry, der hat einen Feuerwehrmann aus. richtig geilen Hut. Willst du den haben? Ich will den haben. Okay, komm, wir tauschen. Weil Ja, so deiner ein kann nicht mehr. feiner Dann gebe ich Hut. dir eine Taschenlampe dafür. Und Ihr ich habt gebe dir meinen meinen Hut, ihr Kochhut. Penner. Hier. Welchen willst du denn? Hier sind einige Hüte.
Ja, ich meine, habe ich jetzt den gelesen, Barrett. Da willst du den, den Nee, ich ich möchte den, meine den du, Hälfte. weil der hat eine Taschenlampe. Ah. Das ist, glaube ich, gut für Aufnahmen, wenn es dunkel wird. Ich weiß nicht, ob es hier dunkel sein wird. Naja, hier wird's dunkel. Wie ziehe ich das denn wieder? Ah. Einfach mit Doppelklick. Dann das Loot ist, hier Ja, muss man sich ein langsam. bisschen gewöhnen, macht aber extrem Spaß für den Anfang, also. Ja, ist ein bisschen Ja. blöd, wenn man kein Backpack hat. Ja. Man muss bedenken, das Spiel ist kostenlos in der Alpha zurzeit, deswegen Leute, spielt es einfach selber an, testet mal. Macht Spaß, also. Was haben wir hier? Oh, eine Label-Magazin oder sowas. Haben wir noch die Beretta? Vielleicht passt das da rein. Gucken wir Ja, das mal. passt da rein. Jawohl. 5 Schuss. Perfekt. Boah, das bist du. Ich hätte dich fast wieder angeschlagen. Maul die Korn, hier ist was zu essen. Nimm mal mit. Guck mal, ich drop dir mal eine Waffe hin. Perry. Glaube, ich bin Ich wieder will in die Axt. eurer Stadt. Also, ne, ich meine Pistole. Oh, es wird schon langsam dunkel. Ja, ich glaube, ich bin wieder bei euch, oder? Wie kann ich denn die Taschenlampe an. Ah, mit N mache ich die an, okay. Das ist ja eure Stadt, ich bin mir nicht sicher. Ich kann einmal schießen, wenn du willst. Ja, schieß einmal. Geht nicht. Also. Ja, ich hab's gehört. Hier ist ein kaputtes Auto. Ich War steig da sogar mal fast nicht direkt ein. neben mir. Hier ist noch eine Oh, ich hab einen Magnum. Katana. Row Venison. Was ist denn Venison? Oder Venision? Oh, Zombies kommen. Zombies. Spawnen die nachts? Von tags und nachts halt. Hol die Hey, das Korn. Auto. Warm, Oh, hat fresh aber kein meat. Okay, Sprit. ist was zu essen. Ich habe 2 Sachen zu essen. Aber das Hat den mit Schuss dem. auf jeden Fall gehört, aber irgendwie. Hallo, hier liegt ein Poncho. Müssen auf jeden Fall Essen und Trinken suchen, weil das ist echt selten hier. Da war Ducktape. so ein Laden, da war ganz viel drinne. Nagel, Nägel. Ich möchte mal Oh, das hier liegen Slugs. Crafting-System testen. Wie funktioniert denn das? Crafting-System Crafting. musst du auswendig lernen, mehr oder weniger. Wieso kann ich in die Nägel zum Beispiel jetzt nicht dahin tun? Nein, vielleicht funktioniert das damit. Crafting. Wie kann ich denn craften? Also wie ziehe ich das da rein? So wie ich das verstehe, kann ich da 2 Supply-Dinger und ein Tool reinziehen und dann kann ich mir was craften. Müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Oder brauche ich dafür Rezepte? Ich weiß es nicht. Was für Magazin benutzen die Magnum? So einen Run siehst du, erkennst du sofort. Was waren nochmal Bolts? Treble. Oh, ich hab Schrauben. ein Treble. Okay, stimmt. Bolzen müssen. Nee. Doch, 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 das stimmt. Bolzen, Bolzen. Bolts. Ja, nee, das sind sowas. Ja, nehme ich einfach mit. Ich habe jetzt ein Backpack gefunden, das heißt also, ich kann ganz viel Müll mitnehmen. Oder doch, ich bin wieder bei euch. Seid ihr noch in der Stadt oder wo Ja, seid wir ihr? sind in der Stadt. Ich bin jetzt gerade da, wo ich die Leiter platziert hatte. Hier ist was nachgespawnt. Wir durchsuchen hier alles. In einem der Häuser war noch ein Baseballschläger. Was ist ein Poncho? Ich hab einen Katana. Nice. Maschine, ey. Ah, ich habe eine Brustrüstung. Okay, das ist ein Poncho. Mal hier, Apple Juice Es wird Box. mega Ich hab dunkel. wieder was zum Bauen für dich. Nimm alles zum Bauen mit. Also ich habe eine Tasche. Ich kann es dir gleich abnehmen. Ein Wooden Shield. Genau, das habe ich eben auch gesehen. Dann weiß ich, wo du bist. Ich habe Dann. Red Dot Sight gefunden. Nice. Das ist gut. Also es gibt auch Attachments anscheinend für die Waffen. Mega cool. Ich glaube, ich loote mit Perry alles doppelt. Oh, komisch, wer ist denn hier gestorben? Perry, ich habe einen Clip Komisch. für deine Waffe. Und ich habe einen Krieg Poncho ich auch für noch ein euch. Backpack? Ich will jetzt auch ein Backpack. Okay. Ich habe einen Poncho für euch noch. Swift Magazin. So Sachen wie Morphin würde ich mal mitnehmen. Was ist ein Swift-Magazin? Weißt du das? Das ist für die. Wie heißt die nochmal? Na. Boah, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Cold? Ja, ich glaube, für die Cold war das. Bonjour, Clip. Muss auch direkt an Fabi denken. Welchen Clip habe ich nochmal benötigt? Für meine? Du hast benötigt die. Oh, was war denn das? Zombies wieder Das hier war die aufpassen. J. Boah. Der war gefährlich.
Wo genau seid ihr denn in der Stadt? Eine sehr gute Frage. Außen und dort irgendwo. Meine Tasche ist jetzt schon wieder voll. Ich habe ein paar Sachen für euch. Am besten, wenn wir uns einmal... Wenn ihr irgendwas brennen seht, ne, dann wisst ihr warum. Ja. Dann bin ich da. Ja. Alter! Das Auto ist in die Luft geflogen. Das hat schon so geraucht, da habe ich gedacht, ich erlöse das Auto. Ja, bei dem Auto bin ich gerade. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, wie das... Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Mit Rechtsklick kann man die Sachen da reintun. Ich habe noch einen Katana gefunden. Wenn wir einen Katana haben, ist relativ gut. Bist du das hier? Ja, hier, Perry. Ja. Ah, du hast eine Axt, okay, ist auch gut. Willst du Katana oder eine Axt haben? Katana wäre schon geil. Hm. Liegt hier. Duct Tape. Moment, ich teste einfach mal was. Ich habe leider noch keiner von den Crafting-Teilen gesehen. Ich teste jetzt aber einfach mal. Funktioniert das noch, wenn ich das da rein tue? Oh, jetzt noch eine Magnum. Na, okay. Mhm. Das funktioniert nicht. Ich habe Gaskanister, lasse ich erstmal weg. Brauchen wir nicht. Mit Rechtsklick kann man bauen. Es gibt zwei verschiedene Attacken, links und Rechtsklick. Ja, mit dem Rechtsklick machst du so einen stärkeren Schlag halt. So, ich werfe jetzt alle Sachen weg, so die ich nicht brauche. Schätze ich mal nicht. Weil ich glaub, ich dann, dich gerade. Dann kann ich noch ein bisschen looten. Da, wo ich gerade war, waren ein paar Sachen für euch. Ich hab einen Longbow gefunden. Ich habe schon richtig viel gefunden. Ich kann auch schon was zusammen craften. Ich weiß noch nicht. Also wir müssen gleich mal hier eine Wiki oder so gucken. Ich habe gesehen, am Anfang gab es eine Wiki. Das Ding ist halt, wenn du raustappst, werden wir alle gekickt, ne? Okay, ja, dann lieber nicht. Nägel nochmal mitnehmen. Oh, hier ein Blood Packet. Gucken wir mal, zack. Nochmal schön Munition mitnehmen. Kannst du mir auch ein paar Sachen abnehmen, vielleicht? Jo, warte. Warst du irgendwann irgendwo bei der Post, oder? Wenn man es so nennen kann. Der steht halt überall da oben immer dran. Steht im Post dran und... Wo? Ganz, du bist gerade im Ganz, ich sehe dich nicht hier. Ganz. Okay. Bin hallo. Sofort wieder da. Ich werfe dir mal ein paar Sachen für dich. Zu. Ein Bodenschild habe ich hier für dich. Ich werfe dir mal Munition zu, okay? Weil dann nehme ich die ganzen Crafting-Sachen, damit wir später was zusammen... Oder dass ich was für die Aufnahme craften kann. Hier ist Munition... Die ganzen Slugs da, die musst du nicht mitnehmen. Die sind eher... So... Mehr habe ich... Am Bogen. Ich habe noch ein Bloodpack zur Not mit. Die Bretter nehme ich mit. Die nicht? Okay. Ne, die sind unwichtig. Was du mitnehmen kannst, sind Civilian Bullets, die hier überall immer rumliegen. Was ist denn das? Und diese, warte, hier schlägst du nochmal hier hin. Ne, ich hab die gesehen auf dem Boden, aber was ist das so, Das ist, du, und zwar, wenn du Munition brauchst, ne? Mhm. Dann musst du diese, dann musst du aufs Crafting-Menü gehen. Okay. Und dann musst du gucken, ich weiß nicht, was für was, genau für was ist. Aber hier zum Beispiel für die Winchester-Clips sind Civilian Bullets, die musst du dann immer zusammen ins Crafting-Menü tun. Zeig mal, weißt du? Ich teste das mal. Warte, ich muss kurz testen. Genau, hier. Tu mal die, Ich droppe dir mal die Swift-Magazine und die Civilian Bullets. Mhm. Jetzt öffnest du Inventar, klickst unten auf Crafting. Und dann tust du jetzt links die Swift-Magazine rein und rechts die Civilian Bullets. Dann kommt da bei Resold, kommen dann halt volle Magazine raus. Ah, okay. Funktioniert das mit allem, wenn ich zum Beispiel... Mit Winchester Clip klappt das, glaube ich, auch. Okay, mit Waffen funktioniert das nicht. Ah, doch, warte mal, du kannst in die Winchester-Munition machen. In die Winchester Clips, gib mir die Nummer. Dann habe ich mehr Munition für den Revolver. Da. Ich gucke dann nochmal, ob wir was looten können, bis Perry wieder da ist. Perry muss ja immer auf K gehen, während auf. Nee, niemals. Oder hast du kurz geguckt? Nee. Okay. Bonjour Clip, das glaube ich für meine Waffe. Hier ist noch ein Swift-Magazin, habe ich nochmal mitgenommen. Seid ihr noch in der Stadt? Ja. Yo Leute, danke erstmal fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Kommentar oder einen Daumen nach oben.
Hier oben habt ihr jetzt noch das letzte DayZ-Video und unten habt ihr einen TTT-Part. Ciao!